So, moin, herzlich willkommen zu Let's Play Kingdom Hearts 358 over 2 days. Jo, im ersten Part haben wir ja die Geschichte angefangen. Wir haben den ersten Tag mit Roxas erlebt. Wir haben Tutorial-Mission gehabt, wir durften eine Truhe öffnen und haben die anderen Mitglieder alle kennengelernt, haben Mitglied Nummer 14, Sexion, schon gesehen und ja. Ich würde sagen, wir lesen erstmal den neuen Eintrag, den wir haben. Den haben wir im letzten Part jetzt noch bekommen und den würde ich gerne noch lesen. So, Eintrag Nummer 2, Tag 8. Axel und ich waren heute in Twilight Town, er hat mir viel beigebracht. Bevor wir zum Schloss zurückgekehrt sind, haben wir auf dem oberen Turm ein Meersalzeis gegessen. Axel meinte, das sei die Belohnung für meine harte Arbeit. Verstehe ich nicht. Wird von uns nicht auch harte Arbeit erwartet? Ja, Roxas, wird es. Aber naja, noch verstehst du das nicht. So, reden wir mit ihnen einmal. Wir brechen auf, sobald du bereit bist. Okay, Maluxia, wir haben eine Mission jetzt mit Maluxia als nächstes. Hallo, Wechsen. Ein Schlüsselschwertträger könnte sich als Werberreicher erweisen. So, hier ist unser Freund Dimmix. Und spielst du ein Instrument? Nein? Schon gut. Okay, denn nicht. Denn nämlich, red nicht so komisch. So, was geht? Hallo, ich will mit dir reden. Hallo, ja, ich bin bereit zum Aufbruch. Das ist der Plan, deswegen rede ich mit dir. Und ich wollte gerade sagen, bestimmt wieder nach Twilight Town. Dann werden wir alle Tutorial-Missionen haben, im Prinzip. Und ja. Roxas, richtig? Ich habe mich gar nicht richtig vorgestellt. Ich bin Maluxia, Nummer 11. Okay, was müssen wir heute tun? Deine heutige Aufgabe ist das Sammeln von Herzen. Wie geht das? Roxas, kannst du dein Schlüsselschwert für mich beschwören? Ja, aber sicher. Gut, Nummer 13. Endlich jemand in unserer Reihe, der das Schlüsselschwert führen kann. Hey, was ist das? Nichts, wovor man Angst haben müsste. Okay, Roxas, sollen wir deine Kräfte mal testen? Benutze dein Schlüsselschwert und besiege diese Herzlosen. Ja, wieso er ein Schlüsselschwert trägt und wieso wir am Anfang den Namen Sora auch gesehen haben, das werden wir alles noch erfahren. Ich will nicht spoilern, wir sehen es noch. Drücke A, um mit dem Schlüsselschwert anzugreifen. Drücke wiederholt A, um eine verdichtete Kommando auszuführen. Okay. Okay, wollen einfach mal killen und ich habe nicht getroffen gleich am Anfang. Cool. So, tschüss. Gegner lassen Schätze fallen, wenn sie besiegt werden. LP-Schatz erhält die LP-Taler, das Geld und Schatzkiste enthält ein Item. So, haben wir geschafft. So, was jetzt? Das war alles, oder was? Okay. Gut, diese Herzlosen nennt man Schattenloche. Aber was sind Herzlose? Dunkle Kreaturen, die immer auf der Suche nach Herzen sind. Es gibt zwei größere Arten. Die du gerade besiegt hast, nennt man Reinblüter. Reinblüter lassen keine Herzen fallen, wenn du sie besiegst. Also brauchst du dich nicht um sie zu kümmern. Immerhin lautet deine Mission, Herzen zu sammeln. Die anderen Art... Oh, da sind ja hier Zickzack-Zipfler. Ist hier drüben. Vergiss die Schattenloche. Erledige sie, Roxas. Das sind deine wahren Ziele. So, wie sieht man eigentlich nochmal an hier? Ich meine, soll ich mal gerade mal sagen hier? So, drücke zweimal. Okay, drück mal zweimal R, um ein Ziel zu erfassen. Drücke. Schalte zum nächsten Ziel, indem du einmal R drückst. Zum Abbrechen drücke zweimal R. Okay. Okay, 1, 2 und tschüss, Mann. Jetzt seht ihr oben auch die Herzenkette, die sich steigert. Okay. Wenn wir getroffen werden, verlieren wir die Kette wieder. So, tschüss. Haben wir. Ist noch ganz leicht. Ich kann kein Putze bauen. Wie doof ist das denn? Die nennen wir Emblemherzlose. Was ist das Besondere an denen? Hast du gesehen, als du sie besiegt hast, sind Herzen erschienen? Stimmt. Deine Aufgabe ist es, diese Herzen zu sammeln. Wow. Was eine Aufgabe. Wenn du bestimmte Herzlose besiegst, erscheint ein Herz. Diese Herzpunkte kannst du im Laden verwenden. Wie gesagt, Tutorial war anstrengend. Gibt's da einen Trick? Nein, wenn du die Herzlose mit einem Schlüsselschwert besiegst, sammelst du die Herzen automatisch. Verstehe, und was passiert mit den Herzen, die ich sammle? Sie schließen sich zusammen und erschaffen eine allmächtige mächtige Kraft. Kingdom Hearts. Und das ist gut, oder? Kingdom Hearts ist zu komplettieren, ist das Ziel, Hauptziel der Organisation. Und dafür brauchen wir so viele Herzen wie möglich. Das ist, was die Organisation macht, Herzen sammeln? Du bist der Erste der Organisation, der das kann.
Moment mal dann. Wir anderen können auch Herzlosen besiegen, aber wir können keine Herzen einsammeln. Nach einer gewissen Zeit verwandeln sich die Herzen wieder in Herzlose. Verstehst du jetzt, wie besonders du bist? Mit Kräften wie dein. Komm, neue Herzlose. Ach Gott. Hey, da kommt noch mehr. Jeder ist ein Geschenk. Roxas, hol alle Herzen aus ihnen heraus. Da, 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 da. Die Musik ist cool hier in Twilight Town. So, besiege Gegner, um eine Kette zu starten. Während eine Kette erscheint, um jeden erfassten Gegner ein Lichtkreis. Dieser Kreis schrumpft mit der Zeit und verschwindet. Je trifft weiter Gegner, um ihn zu vergrößern. Besiegst du einen Gegner während einer Kette, erhältst du einen Bonusherzpunkt. Außerdem beginnt dein Zähler zu blinken, wenn du eine Kette lange genug aufrechterhältst. Während dieser Zeit ist deine Kette unzerstörbar, sodass du jede Menge Herzen sammeln kannst. Okay, dann wollen wir mal. Und zack. Und zack. Tschüss, Mann. Oh, aufpassen. Er sieht die Pluspunkte, wenn da plus 2 steht oben links, ne? Das heißt mit der Combo. So, tschüss, Mann. Mission abgeschlossen. Okay, das war's. Das war's schon. Yay. Hervorragend, Roxas. Deine Arbeit ist für heute erledigt. Ich bin begeistert. Dieses Schlüsselschwert, was ich mit solcher Macht alles tun könnte. Ich habe hohe Erwartungen an dich, Roxas. Wir alle. Besiege die Herzlosen und hilf der Organisation, ihr nobles Ziel zu erreichen. Okay. Wollen wir dann zurück zum Schloss? Ja, im Prinzip ja, ne? Könnten wir eigentlich, oder? Ist hier noch irgendwas? Nein. Normalerweise würde man auf dem Touchscreen auch sehen, wie viele Truhen hier sind, aber da hier keine Truhen sind, können wir direkt zum Schloss zurück. Yay! So, Herzpunkte haben wir 138, Erfahrungspunkte auch kriegen wir diesmal 24. Und Taler haben wir auch ein bisschen gesammelt. Und Feuerrezept und Pyrosplitter. So, Mission abgeschlossen. Gut. Weiter geht's. Und so fand ich das Ziel der Organisation heraus. Sie sammelt diese Dinger, die sie Herzen nannten. Ich wusste nicht, was Herzen waren und was sie bedeuteten. Aber wenigstens kannte ich meine Rolle. Tag 10. Unvollständig. Ich sag ja, jeden Tag sind wir hier. Guten Morgen, Roxas. Ich begleite dich heute auf deiner Mission. Ich bin soweit. Kümmere dich um alles, was du brauchst und melde dich hier bei Sykes. Okay. Das wollen wir mal tun, ne? Oder haben wir einen neuen Eintrag? Ne, haben wir nicht. Okay. Ich dachte, wir haben wieder einen neuen Tagebucheintrag, aber heute mal nicht. Reden wir doch mal mit ihm hier. Hallo, Sexion. Wenn du mit deinen Vorbereitungen fertig bist, melde dich bei Sykes, nicht bei mir. Okay, ich gehe ja schon. Nicht so unfreundlich hier. Okay, du bist auch nicht so gesprächig heute. Was geht bei dir mal, Luxia? Die Macht des Schlüsselschwertträgers. Faszinierend. Okay, dann reden wir jetzt mit Sykes. Hallo, Sykes. Bereit zum Aufbruch? Yo. Das ist mein Ziel. Gut, wieder Twilight Town. Warum sage ich wieder? Ich weiß so, dass Twilight Town kommt. Okay. Ach, das ist die mehr. Okay, ich weiß, was wir machen sollen. Okay. Heute lautet deine Mission, eine bestimmte Anzahl von Herzlosen auszuschalten. Als Organisationsmitglied kannst du auf unterschiedliche Missionen geschickt werden. Aber unabhängig von den Missionszielen ist dein Hauptziel wieder weiter gültig. Du und dein Schlüsselschwert dienen unserem Besten, indem ihr Herzen sammelt. Ich soll also auch Herzlosen ausschalten, wenn meine Mission eigentlich anders lautet? Ganz genau, heute stimmen diese Ziele aber glücklicherweise überein. Also, wir können auch optionale Ergebnisse haben. Ihr seht unten die Leiste auch. Dein aktuelles Ziel wird auf dem Touchscreen angezeigt. Das heißt, auf dem Touchscreen ist eine Karte mit deiner aktuellen Position. Die Karte zeigt auch Gegner im Gebiet. Benutze sie, um sie zur Strecke zu bringen. Ihr seht jetzt unten die Leiste, Missionsanzeige. Das heißt, wenn wir bis zur Leiste, bis zu diesem Zeichen da, hätten wir die Mission abschließen können schon. Und wenn wir mehr killen, kriegen wir halt noch ein paar Items oder sowas. Ist ganz cool gemacht, muss ich sagen. Aber ich mache so, dass ich so alle Herzlosen versuche zu besiegen, damit wir auch bessere Items bekommen und so weiter. Deswegen ganz geschillt hier rumlaufen. Wir gucken erstmal ein bisschen rum hier. Dam, da, dam. Dam, da, dam. Gleich. Ich will kurz noch gucken, ob hier irgendwo die Truhe ist. Denn ihr seht unten jetzt auf dem Touchscreen auch, dass wir eine Truhe haben hier in dem Gebiet. Und ja, das ist das Trampforum. Übrigens, so nebenbei bemerkt. Ne? Nicht, dass ihr euch wundert, dass ich jetzt weiß, wie es auf einmal heißt. So, tschüss. Dap, dap, dap,
Da-da-da-da-da-dam. Wir müssen herzlose Töten. Da-da-da-dam. Da, wie wichtig die hier sind im Spiel. Das ist krass, oder? So, eins. Ich habe nicht getroffen. Scheißegal. Wenn wir unsere Leben auf der gelben Leiste unten haben, können wir Limit einsetzen nachher. Aber ich denke mal, das werden wir nicht so häufig haben. Hoffe ich auf jeden Fall. So, hier ist aber nix. Gut, dann gucken wir mal weiter. Da-da-da-da-da-dam. Da ist die Truhe. Da ist die Truhe. Okay. Wir haben ein bisschen abgeschlossen, soweit. Aber warten wir erstmal ab, was unser sexy und Freund so sagt. Alles erledigt. Ich habe so viele Herzlosen besiegt, wie du gesagt hast. Jetzt kehren wir zurück zum Schloss, oder? Jetzt schon? Wenn ich du wäre, würde ich mir etwas Mühe geben. Aber ich... Ja, du hast deine Mission erledigt, aber... Es gibt immer noch Herzlose hier. Wie du siehst, treiben sich immer noch Herzlose herum. Okay, wir töten sie. Du musst sie nicht alle besiegen, aber du hast die Wahl. So wie ich dich nicht zu respektieren brauche, wenn du einfach zurückschleichst, obwohl es noch Arbeit gibt. Und wenn du dich das überzeugt, denk daran, dass die Organisation extra Einsatz belohnt. So, er sagt es, wir kriegen extra Sachen, Items und Accessoires und sowas. Wenn du dann Ziel näher kommst, füllt sich deine Missionsanzeige, fülle sie bis zur Ziellinie. Und die Mission ist abgeschlossen. Füllst du sie weiter, erhältst du vielleicht etwas Besonderes. So, wie sind wir eigentlich schon wieder hier? Warum sind wir schon wieder hier? Das ist kacke. So, tschüss. Ich würde jetzt gerne mal erstmal die Truhe holen. Bevor wir jetzt überhaupt irgendwas hier starten, will ich die Truhe haben. Wir müssen die Truhe einsammeln, weil ich es kann. So, was ist hier drin? Was ist hier drin? Hallo, ich will wissen, was hier drin ist. So, eine Portion, okay. Gut, dann gehen wir weiter. Okay, was geht hier oben ab? Okay, noch ein Unheilskraut. Jetzt kannst du mal bei Unheil voll sterben. So, jetzt gibt es eine kleine andere noch, was ich nochmal erzählen will. Ihr müsst mal gleich darauf achten, wenn Roxas einen Herzlosen killt oder wenn Sexion einen killt. Was da, wie das da aussieht, das Herz. Da müssen wir darauf achten gleich mal. Das wurde mir damals in die Kommentare geschrieben, dass ich darauf beachten sollte. Und ich sag's euch jetzt hier direkt schon, damit ihr auch drauf achten könnt. So, sind da noch welche? Ah, da vorne sind auch noch welche, okay. Auf der Karte sehen wir drei Stück noch hier vorne. Und die machen wir aber natürlich platt. Tschüss, Mann! So, alle drei gekillt. Alter, wie wir alle hier zerfetzt haben. Mondstein. So, einer ist noch der da oben. Und den killen wir jetzt auch noch. Da. Wo ist er jetzt gewesen? Wo ist er gewesen? Da. Das weiß ich nicht. Yay. Nicht, yeah. Wo ist er? Da ist er. So, komm her. Eins, zwei und tschüss, Mann. So, jetzt haben wir die Mission komplett. Auch 176 Herzpunkte haben wir gesammelt. Also können wir die Welt verlassen. Okay, viel besser. Ich vertraue darauf, dass du dir bei deiner Mission genau viel Mühe gibst. Okay, mach ich. Okay, jetzt ist die Mission abgeschlossen. Hast du Fragen? Ja, was ist Kingdom Hearts? Maluxia meint, es wäre eine Art Kraft. Ja. Und wenn ich Herzlose besiege, tauchen die Herzen auf und werden Teil von Kingdom Hearts, richtig? Aber wo liegt der Sinn? Kingdom Hearts wird uns vervollständigen. Das ist das Ziel der Organisation. Vervollständigen? Wie? Roxas, du und ich und sämtliche Mitglieder der Organisation sind sogenannte Niemande. Was für ein unschönes Wort. Mit großem N, das ist ein Name für die, die etwas Wichtiges fehlt. Ein Herz. Ich habe kein Herz? Genau, wie wir hast du die Welt ohne eins betreten, aber du kannst uns helfen, eins zu erlangen. Kingdom Hearts besteht aus dem, was uns fehlt. Herzen. Es kann uns vervollständigen. Beginnst du langsam zu verstehen, warum du so wichtig bist? Jeder von uns erfüllt in der Organisation eine entscheidende Funktion. Deine besteht darin, Herzen zu sammeln. Ja, ich verstehe. Ich hoffe nur, wir können uns darauf verlassen, dass du das erledigst. Ja, ich versuche es. Noch weitere Fragen? Nein, tut mir leid. Dann sollten wir zurückkommen. Okay, wir gehen zurück zum Schloss. Okay. Dann haben wir die Mission auch abgeschlossen. Gut. Wow, wir kriegen ein paar Erfahrungspunkte. Aber immer noch kein Level up. Schade.
So, was kriegen wir? Ach, okay, Portion, Pyroschlitter, Feuer, Mondstein und Portion. Okay, schönes Ding. Sehr schön. Okay, ich war ein Niemand. Ich war nicht. Genau wie die anderen kam ich ohne ein Herz auf die Welt. Würde es einen Unterschied machen, wenn ich ein Herz hätte? Wäre ich ein Jemand? Was kann ich dir nicht beantworten, Roxas? Tag 11, das Schlüsselschwert. Das kann dir wohl wahrscheinlich jetzt gerade keiner beantworten. Okay, was geht? Roxas, heute ist Laxen deine Partnerin. Laxen, okay, okay, sie ist weg. Sie ist nicht hier. Sie ist schon los. Triff sie am Einsatzort. Okay, in Ordnung. Diesmal sollst du anstelle des Schlüsselschwertes Magie anwenden. Magie? Ich beherrsche Magie? Nur wenn du dich damit ausrüstest. Komm zu mir, wenn du fertig bist. Ja, jetzt werden wir das erste Mal, dass wir die Tafeln auch kennen, glaube ich. Kann das sein? Kann das sein? Nun kannst du Tafeln im Hauptmenü auswählen. Dort kannst du deine Fähigkeiten konfigurieren. Du kannst nur vor Mission auf deine Tafeln zugreifen. Ja, ist ein Nachteil daran. Wir können wirklich nur davor drauf zugreifen, auf den ganzen Kram. Das heißt jetzt im Moment noch nicht. Ich will auch mal speichern. Dam, dam, dam. So. Okay. Ah, warte mal. Ah, stopp, 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 stopp. Warte, 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 warte. Wir haben noch Tafeln bekommen, oder? Oder? Okay. Installiere Tafeln in Feldern, um die stärker zu machen. Bewege Tafeln aus deiner Tour auf die rechte Bildschirmseite in das Feldfenster auf der linken. Installierte Tafeln ermöglichen, neue Fähigkeiten zu steigern, deine Stufe, deine LP oder andere Werte. Es gibt viele unterschiedliche Tafeln. Versuche die für dich beste Tafelanordnung zu finden. Mein Gott. Probleme mit einer Mission? Hab keine Angst, Start zu drücken, um dich zurückzuziehen. Ändere doch mal deine Tafelanordnung und probiere die Mission später erneut. Ja, das hoffe ich, wird nicht so häufig passieren. Ich hoffe, das wird gar nicht passieren. Hallo? Ja. Das war der Plan. Ich wollte auf jeden Fall die wieder rausnehmen. Es ist jetzt ein bisschen doof, weil ich den Touchscreen nicht benutze. Deswegen machen wir es jetzt einmal so. Wir packen auch die Portion alle drei rein. Zack und zack. Machen wir gar nicht, ne? Nö, okay. So, jetzt können wir zaubern. Dreimal können wir Feuer zaubern. Den können wir später noch vervielfachen und verdoppeln und so weiter und so weiter. So, was geht, Wechseln? Hi, hi. Hihi, interessant. So viel zu inspizieren und zu zitieren. So, du, was sagst du, Sigma? Übe, damit du dich nützlich machen kannst. Okay, wir machen die Mission mit Laxe noch in dem Part und dann werden wir ihn auch beenden. Für die heutige Mission brauchst du Magie, hab ich. Bereit zum Aufbruch? Yo. Das machen wir in dem Part jetzt noch im nächsten Paar. Also, das, ich denke mal, das ist auch sinnvoller, wenn wir es jetzt machen. So, wir sind da. Ja, hallo? Da ist sie, okay. Hallo. Schön, dass du kommst. Hi. Ja, schlimmer geht's nicht. Warum muss ich mit dir auf diese blöde Babymission? Leite ich vielleicht einen Kindergarten? Lass das Dimmix erledigen, sonst ist er eh zu nichts zu gebrauchen. Was? Was? Hast du etwas gesagt? Nein. Nein, nein, habe ich nicht. Nein, die macht mir Angst. Psst, ohne Schlüsselschwert wärst du gar nichts. Oho, ich habe eine Idee. Oh je. Du kannst die heutige Mission ohne dein Schlüsselschwert erledigen. Was? Wieso? Weil ich es sage. Sykes hat doch gesagt, du sollst heute Magie trainieren, oder? Jetzt heißt es schwimmen oder untergehen. Wohl eher untergehen. Ich weiß nicht, wie man Magie anwendet. Wenn du weiterhin mit diesem übergroßen Schlüssel herumfuchtest, lernst du sie nie. Ja, aber... Oha, ein Herzloser. Perfekt, das ist ein Herzloser. Mach schon, erledige ihn, aber du musst Magie anwenden. Die Dinger sind schwach gegen Feuer. Ich sehe es mir von hier aus zu. Das ist ja nett. Danke. Das ist gleich, dachte ich auch in dem Moment, Roxas. Dankeschön für diese wunderbare Hilfe. Okay, um Magie anzugreifen, drücke X, bis Magie ausgewählt ist, und dann drücke A. Du verfügst über eine begrenzte Anzahl an Zauber. Durch Äther kannst du sie jedoch zurückgewinnen. So, ich will erstmal die Truhe öffnen. Das sind drei Stück. Die werden wir erst öffnen, bevor wir jetzt hier weitergehen. So, ich würde sie gerne öffnen. Dankeschön. Was ist hier drin? Äther. Erhalten einen Äther. Äther. Was ist hier drin? Nochmal ein Äther, okay. Schön. Was ist hier drin? Und wieder ein Äther. Wow, cool.
Und dann machen wir Feuer. Zack, tschüss, Mann. So, und das war's schon. So, und jetzt? Und jetzt? Was geht jetzt? Oh, noch mehr Herzlose, wow. Oha, da kommen noch mehr. Mach weiter, mach sie nieder. Uff, bei deinem Tempo verbringen wir hier die ganzen Monate. Los, diesmal kannst du dein Schlüsselschwert benutzen. Warte, was ist mit dem Magieunterricht? Willst du diese schreckliche Mission jetzt abschließen oder nicht? Los jetzt. Wenn du schon so nett fragst. Ach, und falls du die Heilung benötigen solltest, heil dich selber. Das ist nett von dir. Ich bin sehr begeistert, dass sie so nett zu mir ist. Aber gut, Tutorial. Um ein Heil-Item zu benutzen, wähle mit X den Befehl Items aus. Dann wähle ein Item und drücke A. Benutze Items, verschwinden, egal ob sie installiert wurden oder im Rucksack sind. Auch Items müssen in Feldern installiert werden, auch wenn du sie auf Mission mitnehmen möchtest. Plane schwierige Missionen im Voraus. Magie- und Heil-Items können mit Tastenkombis zugeordnet werden. Halte L gedrückt, während du ein Item oder Magie wählst. Drücke A, B, X oder Y zum Zuordnen. Als nächstes schließt das Item- oder Magie-Menü. Halte zum Anzeigen Tastenkombi L gedrückt. Drücke A, B, X, Y, während du L gedrückt hast, um Tastenkombi zu verwenden. Das ist genau das gleiche bei Kingdom Hearts 1 oder 2 oder wo auch immer. Und ja, wir kriegen halt ein bisschen auf die Fresse. Kann das sein? Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ich will jetzt hier dich killen, weil du mir nervst. So. So, tschüss. Wir haben dich auch gekillt. Ich habe keinen Bock mehr bei euch gehabt. So. Und jetzt noch du und dann war's das. So, tschüss, Mann. Alter, wir hätten fast verloren noch, ey. Das wäre echt knapp gewesen jetzt. What the fuck, ey. Puh, wird auch langsam Zeit. Schlimmste Mission aller Zeiten. Wenn du unser großer Schlüsselschwertmeister bist, dann haben wir ein echtes Problem. Mann, kannst du nicht mal einmal deinen Mund aufmachen? Reiß sie zusammen oder Kingdom Hearts wird niemals komplett. Es sei denn, wir finden jemand anderen für das Schlüsselschwert. Was? Es gibt einen anderen? Geht dich nichts an. Kümmere dich darum, Herzlose zu besiegen und Herzen für uns zu sammeln. Vielleicht wirst du ja eines Tages wenigstens mittelmäßig darin sein. Uff, gehen wir, bevor mir noch deinetwegen sämtliche Gehirnzellen absterben. Wie nett sie ist, ey. Ohne Scheiß, wie nett sie ist, ey. So, zurück zur Rückkehr erlaubt. Zurück zum Schloss. Okay, weg hier. Bloß weg hier. Ich mag sie nicht. Sie ist komisch. So, Mission abgeschlossen. Herzpunkte paar. Erfahrungspunkte haben wir auch noch ein paar gesammelt. Portion Ether, Pyroschlüpfe, Analyse, Portion und Ether. Gut. Haben wir das geschafft. Okay. Sie sagt, mein Schlüsselschwert befreit Herzen. Aber warum habe ich es? Woher weiß ich, wie man damit kämpft? Je mehr ich lernte, desto weniger schien ich zu wissen. Tag 12. Eingeschlossene Welt. So, welche Mission bekommen wir jetzt? Mit Wechseln oder was? Du gehörst heute mir, Roxas. Oha, das hört sich ein bisschen eklig an. Okay. Sprich mir, zeig's, wenn du fertig bist. So, Leute, aber bevor wir diese Mission starten werden, werden wir erstmal ein Tutorial. Ja, die Steuerung ist mir scheißegal. Müssen wir gerne mal gucken. Wir gucken mal im nächsten Part mal. So, ich werde den Part an dieser Stelle beenden und im nächsten Part, ja, werden wir die Mission mit Vex machen. So, bis zum nächsten Mal und ciao.